So, damit willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 2. Es geht weiter. Wir sind am Start. Wir sind immer noch munitionsarm. Den grünen Key habe ich jetzt nochmal einsammeln müssen. Das hat er nicht gespeichert. Ich frage mich gerade, ob ich noch irgendetwas gemacht habe. Aber ich glaube nicht. Wir wollten jetzt zur letzten Tür. Ich muss gucken. War die ein weiter nach oben? Ja. Okay, Karotür. Wäschekammer. Stars Büro. Wie komme ich hin? Ich bin jetzt, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Warte mal, hat er mir doch, da, oh, ich bin da. Okay, wir müssen erstmal einmal komplett zurück. Alright. Machen wir uns erstmal auf. Was zum? Ja, das frage ich mich auch. War das eine fiese Nummer? Holy shit. Oh, Junge. Ja, jetzt habe ich nichts mehr. Oh. Scheiße, hier gibt's auch nichts, ne? Wir haben das auf jeden Fall umgedreht. Das heißt, vielleicht können wir damit jetzt das eine Wasser da... das Wasser löschen. Ja, vor allem das Wasser löschen. Das Feuer da löschen. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Hoffentlich geht das. Oh, ich bin angeschlagen, ey. Ja. Wäre geil, wenn du das machst. Ja. Supi. Oh, super. Da komme ich nämlich dann hier schneller wieder zurück. Geil. Ist da noch etwas zum Einsammeln? Nee. Wer ist er denn? Oh mein Gott! Scheiße, ich komme die Treppe nicht mehr, die Leiter nicht mehr hoch. Ey, ich habe keine Munition am Start. Und da ist auch noch ein Zombie. Bisschen austricksen. Der hat aber bestimmt eine richtig große Reichweite. Aha. Das ist der Spion hier. Scheiße, wo bin ich denn? Wartezimmer. Wartezimmer ist so ein Tresor. Wir gehen ins Wartezimmer. Durchs Wartezimmer hauen wir ab. Der Typ, der folgt uns nicht die ganze Zeit, oder? Was ist denn das? Ist das das Wartezimmer? Oh, ich glaube, wir sind frei. Darf's hier nicht rein. Safe Room. Holy shit, ey. Einfach der Spion, ey. So, pass mal auf. Wir sind jetzt oben, ne? Wenn wir jetzt hier durchgehen, Bibliothek, zack, Aufenthaltsraum und dann hier durch, dann kommen wir zur Wäschekammer und damit müsste der Schlüssel auch hinüber sein. Damit müssten wir, es sei denn, es gibt irgendwo anders noch eine Tür davon. Ach, scheiß auf dich, wirklich. Der Typ, ne? So, ich hoffe, das bleibt jetzt so. War mein letzter Schuss. Den habe ich mit Genuss verschossen. Mit Genuss. Wir müssen uns unbedingt... Ach du Scheiße, da liegt er ja noch. Jawohl, der ist fertig. Wegwerfen. Wunderbar. So, und jetzt gib mir bitte... Ach, das nicht Schießpulver. Ich brauche was Härteres. Brauche Munition, richtig. Was ist das? Ach, das ist wieder so ein tragbarer
Aha, da ist die Taste drin, ne? Scheiße, ich merke mir die anderen gar nicht, das ist das Problem. Okay, da geht's nach unten. Aber damit fangen wir an. Dann machen wir so und so. Und dann müsste eigentlich der kommen. Nee, also fangen wir so an. Machen so. So, so. Scheiße, wir fangen so an. Okay, wir fangen so an. Was ist er? Er ist da. Wir fangen so an. Perfekt. Nice, schön. Da ist die Taste. Das ist schon mal sehr, sehr gut, dass wir die am Start haben. Problem ist halt wirklich nur munitionsmäßig jetzt, ne? Also es sieht echt schlecht aus. Das sieht richtig schlecht aus. Junge, was war das denn? Hab Schritte gehört. Der verfolgt mich doch jetzt nicht hier komplett, oder? Was war hier? Der PC. Ja, da haben wir noch keinen Zugriff drauf. Also wir müssen jetzt, muss ich überlegen, wir müssen jetzt runter und hier zum Schließfach. Wie kommen wir runter? Wenn ich jetzt hier rausgehe, einmal herum, durch den Duschraum, kommen wir dann hier, dann können wir runter und dann sind wir da. Okay. Den habe ich geöffnet. Den aber noch nicht, ne? Ne, wo war der? Der war einen weiter unten. Aber da weiß ich... Was war das? Wir können den Film noch holen. Was ist das? Ach so, das ist er am Fenster. Wir können auf jeden Fall... einmal den Film, oh, den Film nehmen, herausnehmen und damit einmal schon mal entwickeln, benutzen. Spinnt, der spinnt, du. Spinnt. D, C, M. Das müsste doch eigentlich der Spinnt sein, der hier ist, oder? Sonst gibt's doch keinen mehr, oder? Hm. Nee, höher, ne? Ist es der? Nice. Okay, Munition. Aber besser... Was für eine Munition? Magnum-Munition. Ja gut, die holen wir uns ja jetzt, ne? Die kriegen wir ja jetzt. Nee, gar nicht wahr. Wo war die denn, die Magnum? Die war irgendwo anders, ne? Die war bei dem PC. Die holen wir uns noch nicht. Hätte ich wegpacken müssen. Kann ich jetzt noch wegpacken? Hier kommt ja die Kiste. Können wir ein bisschen Magnum-Munition sammeln. Sind wir schon bei 8 Schuss. Mann, oh Mann, oh Mann. So, und jetzt bin ich am Arsch. Keine Ahnung. Safe Room darfst du nicht. Ich bin am Arsch. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Und in den einen Raum kommt er mit rein. Das ist das Problem. Ich habe keine Blendgranate mehr. Ich habe noch Schießpulver. Hochwertiges sogar. Es gibt ein bisschen Schrot, aber damit werde ich den nicht klein bekommen.
besser ist. Oh Gott sei Dank. Alright, nice, benutzen. Ja, einstecken. Richtig. So, wir müssen ja nicht alle Schränke öffnen. Ich muss jetzt mal einmal gucken. Ich weiß, auf der einen Seite ist noch was. Hier haben wir noch ein Messer mit 103 und 109. 109. Bestätigen. 103. Bestätigen. Dann war es, glaube ich, 203, oder? Ja, perfekt. Und dann weiß ich es nicht, ob wir dann noch etwas haben. Da muss ich dann gucken. Hier machen wir erstmal auf. Nehmen uns auf jeden Fall das Messer mit. Das habe ich irgendwo reingesteckt und nie wieder jetzt gefunden. Und Munition einmal mitnehmen. Direkt nachladen. Ah, hier ist noch Munition für die Schrotflinte. Was ist das? 208. 208. Und hier haben wir dann noch einmal ein bisschen Platz. Sauber. Schönes Ding. So, jetzt brauchen wir noch 208. Und dann stehe ich komplett lost da. Nee, stimmt nicht. Wir haben den grünen Schlüssel. Das heißt, wir können aber machen. Alright. Jetzt muss ich nur gucken. Hier ist eine grüne Tür. Ich weiß noch nicht, wie ich hinkomme. Geht es von hier? Komme ich da durch? Ist die Frage, ne? Besprechungsraum, Besprechungsraum. Scheiß auf den, ich lass den jetzt da. Yo, was war das denn? Ich dreh mich nicht um. Nicht stehen bleiben, mein Bester, nicht stehen bleiben. Steck den Schlüssel rein und wir gehen rein. Ganz entspannt. Hebel. Wir haben den Hebel. Was zum Teufel? Nein, das war der falsche Schlüssel. Das war der. Oh, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch, ich bin so am Arsch. Haha, haha, haha. Hab ich dich ausgetrickst, wa? Du dreckigen Dabber. Oh, Mann. Oh, ich weiß nicht wohin. Oh, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. Kann ich den überhaupt irgendwas antun? Oder ist er eher so, ne, ich jag dir jetzt hier einfach Angst ein? Du durftest hier nicht hin, das ist ein Safe Room. Scheiße, ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht, wo ich langlaufe, ich bin total blöd. Ich wollte... Ich weiß nicht, wohin ich wollte. Beobachtungsraum ist unten. Beim Presseraum komme ich aber von da aus nicht hin.
War irgendwie anders. Junge, ich kann das jetzt nicht machen, wenn ich jetzt hier Stress im Nacken habe. Der kommt. Scheiße, scheiße. Scheiße, hier komme ich nicht weiter. Das ist wieder die Sackgasse. Ich will nur noch weg. Ja. Da hat er sich aber gerade vergriffen ein bisschen, ne? Oh. Da ist noch ein Tresor. Herztür, verdammt. Da kann ich nichts machen. Also ich muss jetzt in den Warteraum und da muss ich runter. Eigentlich wollte ich... ist das die Bibliothek? Das ist die Bibliothek. Wir müssen hier entlang. Ist er immer noch hinter mir her? Nein, alles entspannt. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Weil er weiß, dass er keine Chance gegen mich hätte. Schiss gekriegt. Och, der Typ, der geht mir richtig auf den Sack, ne? Also den kriegst du ja auch nicht klein. Das Ding ist, der kann doch gar nicht springen, oder? Ah, warte mal, wir können noch... Also den muss ich, glaube ich, bis hierhin machen. Aber das ist doch zu weit, das schafft er nicht. Der macht immer nur etagenweise. Also so Etappen. Nein, Leiter! Da hast du mich aber erwischt, du. Meine Güte, da hast du mir aber jetzt einfach passt, du. Jetzt geh nach oben. Du kannst keine Leiter klettern, ne? Ist dumm für dich, wa? Oh, Idiot. Dreckig, du. Der kann Leitern klettern. Warum sagt mir das keiner? Ich gehe nach unten, mein Freund. Wir können das Spiel gerne weiterführen. Du springst runter. Okay, cool. Ja, sauber. Geil. Nee, finde ich gut. Finde ich gut. Bist du sportlich unterwegs, Herr Gute. Du bleibst liegen. Kann ich ihn aber voll in den Kopf schießen, ne? Und dann springe ich runter ganz schnell. Geh doch runter! Haha! Warte, 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 bleib da. Bleib da, mal gucken, was er... Nee, nicht nach oben gehen. Ich will, dass er runterspringt. Der ist immer noch oben, ne? Der ist auf mich draufgesprungen. Ich glaube es nicht. Zwei Schuss nur. Ich kann nichts machen, ey. Haha. Guck mal, jetzt hat er keinen Bock mehr. Okay, dann können wir es mal eben ausprobieren. Er macht aber auch keinen Sprung, ne? Ich weiß nicht, wie ich das regeln soll. Der geht hoch. Das juckt ihn halt überhaupt nicht. Aha. Ich weiß, was ich machen soll. Ich krieg das doch jetzt in diesem Stress. Ah. Was gibt's denn da oben?
rausgeholt. Aber nicht getroffen. Scheiß, was hab ich denn jetzt? Ich hab nur Schutzschild. Oh Mann, ich hab die richtige Arschkarte jetzt hier. Gibt es irgendetwas, wo er nicht durchkommt oder so? Hier ist doch ziemlich eng, oder? Er springt da auch einfach drüber auf mich drauf. Da kennt er gar nichts drin. Aber ich kann ja auch nichts machen. Ich habe nichts am Start, ne? Munition schon überall aufgebraucht. Das ist ganz falsch hier. Ach, scheiß drauf. Ich muss ihn abschütteln. Das hat sich nicht gut angehört. Oh, das hat sich nicht gut angehört. Oh, oh. Ich habe die absolute Arschkarte. Ich gehe jetzt voll in die Sackgasse rein, ne? Kann ich mir nicht irgendwie Munition noch farmen oder so? Junge, ich dachte, der steht da. Aber ist nur eine Jacke gewesen. Oh boy. Ich höre ganz leicht Schritte. Aber er kann mich ja jetzt nicht verfolgt haben bis hierhin. Ich höre immer noch Schritte. Junge. Ich bin am Arsch. Richtig am Arsch.